heute mal ein kleines Bild gezaubert im Mixed-Media-Stil. Geht ganz einfach zu machen. Bleibt dran. Viel Spaß. Wir haben den tollen Blog von Stamperia Threads oder Dinge oder so ähnlich heißt das wohl. Alles was so Bereich Nähen, Näharbeiten oder sowas ist. Ist ein cooler Blog. Da haben wir uns gedacht, da machen wir uns ein schönes Bild mit für die Wand. Ich habe mir dieses Blatt hier schon mal ausgesucht. Das möchte ich gerne dafür verwenden. Einfach die Vorderseite hier. Da gibt es viele schöne Blätter, die man aussuchen kann, wo man was mit gestalten kann. Kleine Dekoteilchen und so weiter. Das hier mit der Nähmaschine sieht auch toll aus. Und mit der Schrift hier. Ach, man kann ja noch ganz viele andere Sachen machen. Wir machen jetzt erstmal ein Bild. Dafür habe ich dann so einen Keilrahmen und da möchte ich gerne in den Rand hier in der Farbe gestalten, wie jetzt hier so die Röschen sind. Und dafür habe ich mir Hautfarbe ausgesucht, das passt doch wie Faust auf Auge. Hautfarbe von Decacolor. Dann muss ich mir das Papier zuschneiden und den Rand hier gestalten. Den habe ich jetzt einfach mal angepinselt in der Farbe und das passt jetzt wirklich super, wie Faust auf Auge. Jetzt schneide ich mir das Papier noch zu, dass so ein bisschen von dem Rand so überbleibt. Aber das Papier halt so groß dann wird. Und dann braucht man ja noch ein paar Deko-Teilchen. Da habe ich mir einfach mal einen Bilderrahmen gegossen. Habe den mit diesem Liquid Gold schon mal vergoldet. Habe mir eine Büste gegossen. Habe mir Flügel gegossen. Hier ist eine Schleife. Schlüssel und eine wundervolle Schere gemacht. Das muss ich jetzt auch ein bisschen farblich gestalten und das gestalte ich aber dann mit der Farbe von dem Untergrund, was ich mir da ausgewählt habe. Das Goldene bleibt erstmal so. So, ich gehe dann da jetzt einfach mit meiner Wunschfarbe drüber. Das soll ja alles farblich irgendwie ein bisschen passen. Mache ich mir jetzt meine Büste in diesem Farbton. Bei den Flügeln bin ich jetzt immer noch am überlegen, mache ich die Flügel weiß. Die lasse ich weiß. Weiß ich auch nicht. Flügel so lassen. Engelsflügel sind immer weiß. Ja, aber nicht auf den Bildern. Das kann man lassen, aber. Kannst du ja noch überlegen. Ja. Bist ja noch nicht so weit, dass du kleben kannst. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Teile irgendwie farblich gestalten und das soll jetzt nicht nur in diesem Hautton sein, denn in diesen Rosen da drin ist ja auch noch ein anderer Farbton. Jetzt wollte ich aber hier das auch überall noch ein bisschen, ja, so ein bisschen das Gold wieder wegnehmen. Stellenweise. Muss nicht überall goldig sein. Dass überall ein bisschen so die Farbe ist. Du bist ja böse. Jo. Und dann habe ich hier noch so ein richtiges Dunkelrot, Tiefrot. Das kommt auch so in den Blüten mit vor. Da habe ich mir gedacht, das mache ich hier auch überall noch so ein bisschen mit ran. Wenn der zu dunkel wird, wieder ein bisschen was von dem hellen Farbton drauf. So ein bisschen dunkler wird. Dass sich das alles ein bisschen widerspiegelt. Dann gibt es von diesem Set noch solche Die-Cuts, eine Tüte. Da kann man sich dann noch ein paar Deko-Teile raussuchen. Hier haben wir noch solche Spulen. Hier ist noch eine schöne Nähmaschine. Hier sind noch ein paar ja, so ein bisschen mit Schrift was drauf. Ein bisschen von dem Krams hier. Ja, mit einer Nadel drin. Ist ja cool. Mit einer Nadel. Diese Spulen. Hier ist noch eine andere Nähmaschine. Mit so einem Band. Hier ist noch eine schöne Schere. Schrift. Die Rollen. Dass man mal sieht, was man so hat. Und dann kann man, hier sind auch noch so Knöpfe bei, in verschiedenen Größen, ist schon cool. Stecknadeln, das kann man nachher alles auf das Bild damit draufkleben.
sind die Töne. Es gibt da auch noch passend eine Schablone dazu. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich die irgendwo verwende. Weil so groß ist mein Bild ja gar nicht, um da jetzt irgendwie so viel drauf zu machen. Dann haben wir hier nochmal Chipboard, die so selbstklebend sind. Mal gucken, was wir davon eventuell verwenden. Und die erste Seite von dem Block, da sind noch lauter so kleine, naja, Teile drauf. Da wollte ich mir noch ein bisschen was ausschneiden. Das werden wir auch mit verwenden. Ich schneide mir das jetzt erstmal alles zu. Mein Papier habe ich mir dann jetzt zugeschnitten. Und jetzt machen wir hier die Ränder noch ein bisschen alt. Können wir mit einer Schere lang gehen oder mit einem Cuttermesser oder mit so einem, das gibt extra so ein Ding, um sowas veraltern zu lassen. Wie heißt denn das Papier? Keine Ahnung, haben noch nicht so ein paar. Die günstigen sind mal ausverkauft, wenn man die irgendwo haben will. Und die teuren sind mir dann einfach zu teuer. Also warte ich auf die günstigen wieder. Das warte ich aber schon seit einem Jahr. Ich müsste mal wieder ausverkauft. So, gleich fertig. Das geht alles, wie gesagt, mit Messer oder Schere auch. Und jetzt ist reißt es kaputt. Jetzt habe ich das noch ein bisschen eingerissen, das Papier, damit man hier so ein bisschen. So alt sollte das ja nur Uni aussehen. Doch, das soll schon richtig alt aussehen. Ich habe mir jetzt auch im Keller so ein Stempelkissen geholt, das on, dass man hier die Seiten mal ein bisschen schwarz macht. Ist jetzt schon ingetrocknet, das liegt schon so lange. Aber hierfür wird es noch gehen. Nudeln wir uns das Papier hier noch so ein bisschen am Rand, dass es so ein bisschen noch mehr alt und ingerissen aussieht. Auch an Papier kann man sich schneiden. Ja, und Fingernadel umknicken kann man auch. Das hier ruhig so ein bisschen. Faulet Fleisch muss weg. Ja. Wer nicht mitdenkt, muss auch weg sitzen kann. Ob das der Finger ist oder der Fuß, scheißegal. Das sieht nachher so aus wie die Tapete, die bei uns von der Wand kommt. Ja, so ungefähr soll das aussehen, da habe ich mir das abgeguckt. Erinnert uns daran, wir könnten ja auch mal wieder renovieren, ne? Schnackwort, ja. So, jetzt kleben wir uns das auf. Dafür nehme ich einfach meinen Bastelkleber, streiche mir mein Papier ein. Oder mache jetzt hier einfach, das muss jetzt ja nicht vollflächig sein. Kleber. Jetzt müssen wir das natürlich auch wieder richtig rum, ja. Richtig rum draufsetzen, bisschen ruscheln, Kleber hin und her ruscheln und dann hält es auch. So. Das geht los schon. Jo, sieht aus wie eine Schatzkarte. Eine alte Schatzkarte. So, so dann habe ich hier ein paar alte Holzstückchen, um das alles ein bisschen erhabener zu machen. 3D. Ein bisschen rausstehen lassen. Da kommt dann hier schon mal so ein Schild drauf. Zu, was du liebst. Ja, das mache ich nur. Ja, eigentlich haben wir uns das jetzt angewöhnt, ja. Das Leben ist zu kurz, was andere zu machen. Man weiß nie, was noch so kommt. Na. Hier unten sollte die Schreibmaschine hin. Nähmaschine hin. Genieße dein Leben, solange es noch geht. Hier sitze ich auch da drauf. Wenn es zu Ende ist, dann ist alles zu spät. Du bist ein kleiner Philosoph jetzt. Aber ich geb doch so in dir Gedanken gehabt, ey. Echt? Wollte ich jetzt so nicht sagen, aber du kannst meine Gedanken lesen, wa? So. Das war ein Zufall, dass ich das gereimt habe. Da kommt das Ding drauf. So, dann haben wir hier so eine Maßbänder und so was. Können wir ruhig mit hin. Also da sind schöne Sachen in dem Set drin. Wenn man sich so ein komplettes Set immer holt, hat man da wirklich tolle Sachen zum Basteln. Das andere wollte ich da auch noch mit hin machen. Hier drauf so die Schere. Ja, die sieht ja edel aus. Die sieht edel aus, ja. Ist wirklich ein schöner Teil. Das meiste, was an Zeit kostet, ist die Vorbereitung, ja. Ja. Alles zurechtschneiden, alles zu machen. Genau, das Gießen hier, die Form. Ich verlinke euch
alles, was ich noch finde, natürlich, dass ihr das nachmachen könnt. Na, ist ja wohl deine Pflicht. Ja, und Schuldigkeit. Wenn wir schon dir zugucken, dann musst du uns auch sagen, wo du das her hast. Oder? Hier den schönen Bilderrahmen. Der müsste auch noch ein bisschen hoch. Dafür habe ich hier noch kleine Stäbchen. Was das alles gibt. Da ist nachher mehr Holz in dem Bild als Papier. Ja. Das setze ich jetzt hier erstmal drauf, damit das ein bisschen höher kommt. Durch das Holz brennt das Bild nachher länger. Wenn du es in den Ofen schiebst. Später mal zum Heizen. Echt, ey, du bist ein böser Mensch, ja. Gemeiner. Du gibst dir so viel Mühe und ich habe nichts anderes zu tun, als in den Ofen schieben. Ja. Na, denk gleich an Ofen schieben. Du bist ein böser. Ein bisschen höher, zwei. Böslein ist schön. Ist auch so toll, mit meinem Mann über andere Leute herzuziehen, über richtig schön zu tratschen und zu klatschen. Der erzählt das nämlich nicht weiter. Warum nicht? Weil er ja nicht zuhört. Der vergisst es gleich wieder. Der hat nicht so ein Langzeitgedächtnis wie du. So, jetzt wollen wir den irgendwo hin platzieren. Ich tratsche nicht über andere Leute. Deswegen höre ich auch nicht zu. So, jetzt haben wir den da schon. Das mit dem Spaß hast du aber ganz schön geflüstert jetzt. Ja. Dass das nur Spaß ist. So, jetzt müssen wir hier auch wieder noch ein bisschen erhaben machen, weil ich da ja die Flügel hin haben will. Meine Devise ist immer leben und leben lassen. Ja. Jeder nach seiner Fasson. Hauptsächlich mich leben lassen. Na gut, da kann man noch drüber streiten. So, ein bisschen höher. Da kommen jetzt erstmal die Flügel drauf. Dann muss er noch höher. Noch höher, ne? Fehlt noch eins. Noch eins drauf, dann muss er nur wiederfinden. Dann darf das immer nicht alles vom Basel. Das haben die Leute jetzt ja nicht mitgekriegt, wie Verzweiflung du gesucht hast. Ich gesucht habe, ja. Schlimm. Schlimm, dass man das immer alles verbasselt irgendwie. Der Tisch, der fristet immer alles. Na toll, jetzt ist es hier zu hoch. Ordnung ist das halbe Leben. Pech bloß, dass du schon drei Viertel davon umhast, ne? Oh. Aber die Flügel sehen wirklich edel aus. Die Flügel sind hübsch. So, da soll jetzt die drauf. Das ist ja cool. Ey, was die Leute sich so einfallen lassen. Ja, das gibt so schöne Formen. Leider kann man nicht alle haben. Aber ein paar davon braucht man immer. Da sind auch so schöne kleine Sprüchchen dabei in dem Block. Das kann man auch schön verwenden alles. Mache ich jetzt aber wieder mit Bastelkleber, weil hier so ein bisschen tiefer hin soll. Mal gucken, wo man das hinhaben will alles. So, eigentlich wollte ich die Nähspulen ja auch noch so drauf haben irgendwo. Mit Nadel. Mit Nadel und Faden. Das. Ja. Passt doch gut hin, ne? Ja. Klebe ich mit Bastelkleber. So. Das schon mal gut aus. Wer sagt's denn? Jetzt haben wir hier noch das schöne Schleifchen. Kann man sich jetzt entscheiden, ob man es hier unten hin haben will oder hier oben. Ja, du musst jetzt den Leuten nur sagen, dass du noch Kügelchen hast. Die sollen ja hier nach unten, die sollen nach unten laufen, also mache ich die Schleife da oben hin. Kam jetzt wie ein Blitz, war. Ja, manchmal kommt ihnen so der letzte Einfall noch. So. Nee, das wird zu viel. Das wird zu viel. So, und jetzt haben wir hier noch so eine tollen Kügelchen. Perlen. Wollte ich gerade sagen, hat man die nicht früher Perlen genannt? Perlen. Und die wollte ich hier noch so ein bisschen ringsrum gestalten. Ich habe mir jetzt hier ein paar von diesen Perlen reingemacht. Dann braucht man ja jetzt einen Kleber. Theoretisch würde jetzt
Mein Bastelkleber das auch kleben. Könnte man das Heavy Body Gel noch aufheben, aber. Was weg ist, ist weg. Ja, man kann es auch endlich mal verarbeiten, ja. Hast du es aufgehoben, aufgehoben und dann ist es fest. Dann ist es eingetrocknet, genau, so ist es immer. Man ist da immer so sparsam und dann... So, das mischt man jetzt hier ein bisschen. Jetzt nehmen wir uns ein paar raus. Und jetzt setze ich mir die hier so mit hin. Klebt ja nicht. Doch, das klebt. Hier ist überall Kleber dran an dem Zeug. Bisschen. Kann er da auch noch mal Bodygel hin machen. Das ist nämlich durchsichtig. Wird durchsichtig. Wird durchsichtig, trocknet dann weg. Kommt da einfach noch mal Papier drin. Du wolltest die nicht in die Schnittchen machen? Ja, ich wollte das mit dem Kleber vermischen. Man kann aber auch den Kleber draufsetzen und dann die Perlen drauf machen. Sollst du was sagen, so hätte ich das gemacht. Sieht viel besser aus, ja. Ne, nicht nur besser aus, die ist so einfacher. Das aus den Schälchen möchtest du noch verarbeiten, ne? Ja. Das kommt jetzt hier noch überall hin. Goldene Perlen. Was das alles gibt. Ja, was das alles so an Material, was man alles so liegen hat. Das habe ich bestimmt schon Jahre liegen und trotzdem nimmt man das immer nicht. Aber das mit den Perlen sieht ja richtig edel aus, ey. Ja. Könnte man jetzt auch noch farbig einfärben. Erst wollte ich die so in dem Hautton machen, Nein. aber da ich jetzt auch so viel Gold habe, kann man das auch mit genau. dem Gold... schön machen. Ach, das ist schon cool. Und so ein Bild darf man auch nicht in einer Stunde oder sowas machen wollen. Das, wenn du das in ein paar Tagen machst, ist das schon super, weil dir immer noch wieder was einfällt, was du noch machen könntest. Da geht noch ein bisschen was und da geht noch ein bisschen was. Und erst dann ist so ein Bild fertig. Und selbst wenn du fertig bist, damit fällt ja, sage ich ja jedes Mal, fällt dir irgendwann noch ein bisschen was ein. Das könntest du noch machen. Theoretisch ist so ein Bild eine Lebensaufgabe. Ja, da hast du immer wieder was dran zu tun. So eine Künstler sitzen ja auch immer ewig an so einem Gemälde oder was sie sich gerade so, eine Skulptur oder sowas. Da ist immer noch wieder irgendwas zu machen. Und so geht uns das hier auch mit dem Basteln. Form geben. Mal gucken, wie das aussieht. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass man mit Nähzeug so ein schönes Bild machen kann. Ja, ich auch nicht. Da war ich auch erst ein bisschen skeptisch. Aber geht. Hier unten muss noch ein bisschen was hin. Da haben wir noch ein Papier. Wenn man die natürlich nicht mit Kleber voll hat. Man stellt es ja auch nicht hin, wenn man da Perlen drauf kleben will. Ja, eigentlich nicht. Mann, vielleicht nicht, ich schon. Ich echt, wenn du nur noch vom Weiten was richtig sehen kannst, dann ist es natürlich halt ein bisschen doof. Dann fängst du da an, das weiter wegzustellen. Dann sind deine Arme schon zu kurz dafür, brauchst du noch einen, der das Bild festhält. Und dann wunderst du dich, dass alles wieder runterrutscht. Und dann wunderst du dich, ja. Es gibt da immer noch Sachen, die man wieder machen könnte. Habe ich ja eben gerade schon gesagt. Und wenn du das erstmal weggepackt hast vor 2 Minuten, dann denkst du, ihr könnt vielleicht hier noch Gold drüber wischen. Kann die aber auch weiß lassen. Du könntest hier noch goldene Punkte draufsetzen. Ah, ich habe doch noch Blümchen. Mensch. Oh, oh. Wow, jetzt Leute. Wollten wir Schluss machen und ja. du fängst wieder von vorne an. Mann. Blümchen, die ich noch machen wollte. Mann. Hast du jetzt zu mir drängender gesagt? Ja. Oh, scheiße. Ich habe nicht gesagt, dass du fertig bist. Nee, da setzt man doch keine Blume hin, ey. Da setzt man eine Blume hin. Irgendwie so Blümchen wollte ich noch mit dran haben, Mensch. Da hat man so eine schöne Blümchen und nützt die immer nicht. Echt. Na gut, dass die Farbe passend ist. Ja, deswegen sind mir die ja in den Kopf gekommen. Du hast doch da noch passende Blümchen. Da habe ich jetzt schon mich gefreut, dass ich meiner Wege gehen kann. Und genau, nee, da musste weiter hier rumstehen.
Genau für die, die habe ich mal gekauft, für, genau für dieses Projekt. Das wusste ich ganz genau, die brauche ich heute. Vor 5 Jahren oder ja. Die brauche ich heute, die müssen da. Jo. So, dachte ich mir das. Ja. 4 bis 5, 6 geschmeichelt. Na, schönen Dank auch. So, ich bin immer nett zu dir. Ja. Das hören die alle, wie nett du zu mir bist immer. Sagen immer, hast du einen netten Mann. So ein toller Mann, ja. Wenn du den jeden Tag hast, dann sagst du das nicht mehr. Dann bist du nicht mehr weit von der Psychiatrie. Ich denke mal, das reicht so, oder? Ja. Ja. Also ihr Lieben, ich denke mal, das ist ein schönes kleines Bildchen geworden. Früher hat man dazu Collage gesagt, glaube ich. Jetzt sagt man Mixed Media. Ja, das ist doch voll schnupp. Die Zeiten sich ändern. Aber man kann mit so vielen schönen Materialien spielen, man kann alles zusammensetzen, was man irgendwo so gefunden hat, was ich so im Keller finde, in meinem Bastelbereich. Probiert es also ruhig mal aus. Diese Papiere von Stamperia sind einfach edel, die kann man ganz toll als Hintergründe benutzen, die für Alben und was weiß ich alles. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Und schön geworden. Schön geworden, ja, ein schönes, grünes. Gut. Was? Ja.